Du bist überhaupt nicht Plötze. Wer bist du? Wo ist Plötze? Entschuldigung, das war eine Verwechslung. Da ist Plötze. Plötze, wir müssen mal gucken, ob der neue Sattel, den wir gewonnen haben, wirklich gut ist. Ich meine, das ist immerhin ein DLC-Sattel. Das könnte schon sein, dass der gut ist. Ich glaube, da haben wir was Besseres. Wie kann man das gleich nochmal vergleichen? Irgendwie geht das, glaube ich. L2 halten. Nee, das ist aber der Sattel. Oh ja, der hat sogar noch ein bisschen mehr Ausdauer als unser jetziger Sattel. 85 Ausdauer. Ich frage mich, was genau diese Sattel für magische Eigenschaften haben, dass Pferde nicht so schnell müde werden. Ich meine, sie sind leichter und scheuern vielleicht nicht so, aber sonst. Wahrscheinlich sind irgendwelche Pferdesteroide eingeflochten in den Stoff, die beim Reiten einmassiert werden in Plötze. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Neue Schuhe! Tatatatata. Schön, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Die Hose wäre auch besser als die Hose, die wir jetzt anhaben. Das finde ich ziemlich gut, weil ich hasse die Hose, die wir jetzt anhaben. Die haben wir, glaube ich, schon ungefähr seit. Ich weiß ich nicht, die letzten 5 Stunden des Hauptspiels, wenn es reicht, ach länger, viel länger, haben wir die an und ich hasse diese Hosen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Hosen so hassen könnte. Aber sie sind einfach gut. Oh Gott, bei Cyberpunk hat das jetzt ungefähr 60 Stunden gedauert, bis mein Charakter nicht mehr permanent wie ein Volltrottel aussieht. Aber ich muss halt natürlich immer das Beste anziehen. Ich bin da nicht so, dass ich sagen kann, nee, hier, komm, das sieht ein bisschen schöner aus, nehmen wir das. Nein, wenn die Werte besser sind, dann wird das angezogen. Und die ersten 30 Stunden sah mein Charakter aus wie ein absoluter Volltrottel. Und mittlerweile ist er jetzt auch nicht hübsch. Aber gut. Es gibt lustige Kleidungsstücke bei Cyberpunk definitiv. Wisst ihr was? Jetzt reiten wir zu dem Punkt da oben, weil der ist sonst irgendwo außerhalb der Karte, am Rand der Map, irgendwo an einem Fluss oder so. Das finde ich interessant zumindest. Und boah, das ist aber schon 2 Monsternester, eine verlassene Stätte. Hey, ich glaube, hier bin ich mal gestorben. Ich kann mich erinnern. Irgendwann, viel zu früh, bin ich mal hier hingeritten, weil ich mir dachte, oh ja, guck mal, ein paar Nebenquests. Und dann haben mich hier ein paar so kleine Ogroide einfach voll überrannt. Ist wie mit den Rollenspiel-Bikini-Rüstungen. It's magic. Ja, wahrscheinlich. Bei so Fantasy-Spielen lasse ich mir viel eingehen, wirklich. Das ist wirklich. Mit Magie kann man halt einfach alles begründen und fertig. Dann ist halt eine Rüstung, die aussieht wie irgendwie ein Gürtel, den man sich einmal rumwickelt, die super krasseste Rüstung im Spiel. Weil Magie. Na gut, von mir aus. Das ist okay. Und auch bei Cyberpunk lasse ich es mir teilweise eingehen, weil dann sind halt da irgendwelche Geräte und Implantate und Cyberware drin, die das alles super mächtig macht. Auch das lasse ich mir eingehen. Plötze, ich will eigentlich die ganze Zeit absteigen. Ich weiß nicht, was los ist. Raubritter! Raubritter, du machst ganz schön viel Schaden. Aber bist du auch feuerfest? Ja, ziemlich. Schade. Ich muss erstmal zu dem Fernkämpfer da hinten. Au. Ich vergesse manchmal, dass das Spiel schon eine echt krasse finnische Gewaltdarstellung hat, oder? Geralt ist schon crazy, ey. Der versteht keinen Spaß. Jetzt ist er noch irgendwo im Fernkämpfer. Muss das sein? Wo ist er denn? Hallo? Au. Au. Wartet mal ganz kurz, meine brennenden Freunde. Ich brauche schnell einen Heiltrank. Okay, weiter geht's. Essen wir noch ein Stückchen rohes Fleisch mitten im Kampf? Weil warum nicht?
Double Kill! Ja, Schildbert. Ah, ich hab's geschafft. Ich wollte gerade sagen, das dauert immer ewig, bis man die Schilde kaputt hat und wollte gerade meinen Hypnosezauber benutzen. Und dann plötzlich, bam, lässt er sein Schild fallen und ich freue mich. Das war toll. True Story. So, schauen wir mal, was er hat, der Gute. Ein Schinkenbrötchen. Jetzt nehme ich wieder, ich nehme aber trotzdem. Oh, warte mal, Peters Logbuch. Peters Logbuch. Inzwischen sind wir seit 3 Tagen hier im Totenwald stationiert. Eine wirklich wichtige Mission. Das sagte uns jedenfalls der Kommandant. Wir senden nur die Besten in den Totenwald. Das waren seine Worte. Klingt so, als ob man da die Leute hinschickt, die man eigentlich loswerden will. Aber gut. Ich bin verdammt nochmal ganz schön stolz. Seltsamerweise gibt es hier nicht viele Bäume und auch keine Toten zu sehen. Vielleicht waren die Informationen des Meisters veraltet und die Bauern haben den ganzen Wald weggefällt. Thomas sagte, der Grund sei, dass wir den falschen Weg eingeschlagen hätten, aber er kann weder lesen noch schreiben, deshalb traue ich ihm nicht. Traue niemanden, der nicht lesen und schreiben kann. Oder so, das ist die Moral dieses Briefs. Ich werde nach dem Abendessen selbst etwas auf Erkundungstour gehen. Ich will eine Karte dieser Region anfertigen, denn der Kommandant hat uns keine gegeben. Wenn ich zurück im Hauptquartier bin, werde ich alles sauber und ordentlich niederschreiben. Peter von Nayer. Ja. Und dann, und was genau hat von den Ereignissen, die ich gerade hier gelesen habe, dazu geführt, dass sie Raubritter wurden und irgendwelche vorbeireitenden Hexer überfallen wollen? Da fehlt irgendwie ein Schritt in der Narrative für mich. Aber gut, ich klaue euch trotzdem mal euer Zeug. Ihr habt bestimmt nichts mehr dagegen, weil ihr seid tot. Ich meine, vielleicht kommen die irgendwann als Mittagsscheinung wieder. Hey, das könnte sein, oder? Genau durch so ein Verhalten. Ich meine, als Hexer müsste das Geralt eigentlich besser wissen, oder? Im Endeffekt, wenn wir jetzt hierher kommen und die alle abschlachten und umbringen und ihr Zeug klauen und die dann einfach liegen lassen und wegreiten, dann ist es doch hier die Brutstätte für neue Geister und Schemen und Rachemonsterwesen. Aber andererseits schaffen wir so neue Arbeit für uns. Insofern macht das durchaus Sinn, dass wir die nicht wegräumen. Aber nett ist es nicht. Aber es gibt auch bei Witcher 3 Spieler, die viel lesen und Spieler, die wenig bis gar nicht lesen. Ich nehme mir eigentlich immer vor, alles zu lesen, aber ich merke es jetzt auch eben beispielsweise aus aktuellem Anlass bei Cyberpunk, dass ich leider dann doch schnell anfange, Texte nur noch so zu überfliegen oder gar ganz wegzudrücken, weil es mir dann doch teilweise zu blöd wird. Aber eigentlich würde ich am liebsten alles lesen. Und deswegen spiele ich so Spiele gerne auch als Let's Play, weil da lasse ich mir irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Und da bin ich nicht so von wegen so, ja, hier Text, ich will jetzt weiterspielen. Und da ist es dann okay, wenn ich mal einfach nur eine ganze Folge lang nur Texte lese. Oder so. Ich weiß nicht genau warum, was der Unterschied ist. Vielleicht, wenn ich privat spiele, habe ich immer ein bisschen das Gefühl von, ah, Zeitverschwendung, ich muss weiterkommen. Und bei den Let's Plays ist es so ein bisschen das Gefühl von, naja, ich... Die Folge muss eh 20 Minuten werden, egal mit was ich die fülle, so ungefähr. Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht ist es psychologisch ein bisschen so zu begründen. Keine Ahnung. Plötze, ich glaube, irgendwas stimmt mit unserer Wegfindung nicht, aber ist schon okay. Ich sollte jetzt echt vorher speichern, bevor wir da kämpfen. Öffnet die Tore! Plötze will rein. Warum machen die nicht auf? Weiter so. Gut gemacht, Plötze. Reiten wir außen rum, würde ich sagen. Warum nicht? Ah, winzige Brücke. Gerade breit genug für ein Pferd. Ich glaube, wir sind schon recht nah dran. Diese kleinen Ogruiden. Wie heißen sie? Die Neckar, glaube ich, ne? Genau, die Neckar. Die waren beim letzten Mal echt ein bisschen krass. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, obwohl wir jetzt viel stärker sind. Aber ich werde mal speichern. Und jetzt hauen wir die mit dem Schwert. Und mit Feuer. Das
Geht schon viel besser. Den konnte ich beim letzten Mal bei weitem nicht so viel Schaden machen. Ah, die tun mir gar nichts mehr. Okay, wir sind sehr viel stärker, seit wir das letzte Mal hier waren. Meine Güte. Warum hatte ich vor euch Angst? Ihr seid lächerlich. Ich kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur die ganze Zeit die Angriffstaste smashen. Smashen hoffentlich nicht, sonst ist sie kaputt. Entdeckung! Joa. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Also mehr Widerstand. So, weiter zum nächsten. Was erwartet uns hier? Ich weiß es nicht. Eine Blume. Mach ich mal das Monsternest da drüben noch kaputt. Naja, ne, dann glitschen wir noch komisch eine Granate in den Bau. Und dann hätten wir das auch. Oh, jetzt passiert was. Jetzt kommt die Neckermutter. Ach so, nee, ich dachte, jetzt kommt die Neckermutter und sagt, du hast meine beiden Lieblingsnester zerstört. Nun werde ich dich zerstören. Und dann tut sie das und ich bin Game Over. Hey, kann mich das Spiel vielleicht nicht von meinem Lootplatz wegteleportieren? Ich habe noch nicht mal das Nest geplündert. Mann, ey. Super. Also wirklich. Vielleicht habe ich das Nest doch schon geplündert. Nee, noch nicht ganz. Warum haben die Necker Federn? Na gut, okay, die haben Federn gesammelt für ihr Nest natürlich. Das macht schon Sinn. Ist okay. Ich nehme es zurück. Meine skeptische Frage. Tut mir leid, Spiel. Wisst ihr, was mich... Also ich kann ja so sowieso nicht pfeifen, wie Geralt pfeift. Aber mit so dicken Lederhandschuhen... Nicht schlecht. Das muss man erstmal... Ist wahrscheinlich eine Mutation. Kann er wahrscheinlich wegen irgendeiner Pfeifmutation, die Hexer so haben. Die trotz dicker Lederhandschuhe nach seinem Pferd Pfeifmutation heißt die, glaube ich. Okay. Aber jetzt machen wir, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Wir laufen an den Fragezeichen entlang Richtung nächste Hauptquest. Beziehungsweise hier zur Nebenquest. Da wäre auch eine Nebenquest. Na, kommen wir früher oder später auch noch hin. Wie gesagt, alles machen wir. Nein, vielleicht nicht alles. Aber manches machen wir. Wir haben eh schon viel gemacht, wenn ich mich hier unten so umsehe. Ne, ich habe das Gefühl, so in den Anfangszeiten des Let's Plays, damals, vor mittlerweile 3 Jahren, oder? Habe ich mich noch viel stärker umgesehen, ne? Damals war ich noch jung und voller Tatendrang und wollte die Welt sehen und Monster verhauen. Und jetzt ist es eigentlich noch so ziemlich genauso. Blitze, reiß dich zusammen, Pferd. Sonst kannst du auch überall durchglitschen. Jetzt stell dich nicht so an hier. Die Wegfindung ist schon... Es ist teilweise nicht Plötze, die das Problem ist. Es ist die Wegfindung. Warum führt mich die jetzt hier an die Mauer und dann soll ich an der Mauer entlang reiten? Da gibt es Straßen und so. Naja. So ist das. Oh, ich reite schon wieder eh ganz falsch, ne? Ich will ja eigentlich die Nebenquests, die auf dem Weg liegen, mitnehmen. Oh Gott, ist das hier der Wald, wo diese krassen Rieseninsekten waren? Wie heißen sie gleich nochmal? Vor denen habe ich auch ein bisschen Angst. Nein, Plötze! Wir sind schon wieder in Stein verschmolzen. Los, lauf!
Die Drachenmulde. Oh, ist das Schloss da oben unser optionaler Missionspunkt? Das sieht so aus. Aber jetzt, wo wir näher kommen, ist es gar kein Schloss, sondern eine kleine Ruine. Ich dachte, wir sind weiter weg und das ist größer. Naja, hauen wir mal den Wyvern. Entschuldige, Wyvern. Ist nichts Persönliches. Nichts für ungut. Aber ich muss dich leider hauen. Das Fragezeichen auf der Karte gebietet ist. Wombo Combo. Ja. Armes Riesenhühnchen. Oh oh. Oh oh. Na gut, okay. War gar nicht so, oh oh. Aber ich glaube, schon langsam habe ich mein Schwert wirklich abgeschliffen an den Gegnern, oder? Bald läuft Geralt mit so einem kleinen, verkümmerten Metallstöckchen an dem Griff durch die Gegend. Komplett stumpf und abgerieben an den Gegnern. Ich will gar nicht wissen, wie viel Prozent wir noch haben an Schärfe. Deswegen schaue ich einfach nicht nach. Ich tue einfach so, als wäre das Schwert noch wunderbar in Topform. Wird ein schon passen. Ich muss es zerstören. Wir müssen es zerstören. Warum? Man weiß es nicht so genau. Wenn die nicht hier draußen einfach leben, ab von jeder Zivilisation und so. Scheinbar nicht. Sehr wirtschaftlich ist das nicht, dass man diese Drachen einfach so besiegt, ohne dass man einen Auftrag dafür kriegt, ne? Das macht Geralt zu so einem guten Witcher und netten Menschen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich glaube, das ist das Geheimnis, ein netter Mensch zu sein. Man muss unwirtschaftlich sein. Sobald man sagen kann, ja, ich bin in dem, was ich tue, absolut unwirtschaftlich, macht man, glaube ich, alles richtig. Das ist ein guter Leitfaden, wenn man mal nicht genau weiß, wie es weitergehen soll. Einfach das tun, mit dem man weniger Geld verdient. Das ist meistens der richtige Weg. Laufplätze! Aber wieso soll ich da lang? Wir können da nicht lang. Aber warte mal, der Missionspunkt ist nur noch 40 Meter, ist 70 Meter entfernt. Laufen wir schnell zu Fuß. Geralt hat einfach doch irgendwie das bessere Offroad-Profil im Vergleich zu seinem Pferd. Aus irgendeinem Grund. Schon wieder ein Drache? Meine Güte, was ist denn hier los? Ein Gabelschwanz. Ach ja, wenn man so sieht, wie effektiv die Armbrust gegen so fliegende Monster ist, dann fragt man sich, warum Hexer jemals keine kleine Armbrust benutzt haben. Ich muss es zerstören. Warum gehört so eine Armbrust nicht zum Standardrepertoire für einen Hexer? Na, vielleicht ist es das ja, wird es das ja jetzt, nachdem Geralt sagt so, hey, kleine Armbrust und so. Und dann sagen alle am Anfang so, das ist mir zu neumodisch. Ich mag so neumodisches Zeug nicht. Und dann probieren sie es doch mal und sehen, wie gut die anderen Hexer sind, die das adaptiert haben. Und dann übernehmen sie die doch. Und am Schluss hat jeder eine kleine Armbrust. Und dann kann Geralt sagen, ich hatte schon eine kleine Armbrust am Handgelenk, bevor es cool war. Und dann sagen alle zu dem Hipster Geralt. Aber macht nichts, weil er weiß, dass er der Coolste ist.